So, hallo Leute, heute ist der zweite Tag hier in Peru. Heute ist Sonntag, heute ist Markttag in Isaac. Und wir werden uns den heute anschauen, wo die ganzen Leute hinkommen mit ihren traditionellen Kleidern. Wir werden dann auch versuchen, für die Gabi so eine Mütze wie ich habe zu posten. Und ja. Wir haben einen wunderschönen Tag heute und hoffen, dass wir da einige sehen werden. Danach geht es in die Salzminen nach Maras und auch dort werden wir hoffentlich eindrückliche Bilder bekommen. Wir berichten dann hier über den Tag wieder und freuen uns, das euch alles zeigen zu können. Wie immer in YouTube auf meinem Kanal in Glänzwelt. Bis dann. Ciao. $1 ist gestern war schon Preis. 2 Soles 80 Cent. 2 80. 1 und wechseln gegen Salz. Und Salz gegen Coca-Blätter gegen Kleidung und so weiter. So, da haben wir hier die schönen Meerschweinchen. Die muss ich euch unbedingt zeigen. Dass man das auch jeder glaubt, hey, dass es hier Meerschweinchen gibt zum Essen. Der hat diese
So, wo sind wir jetzt? Salineras de Mar. Sag das nochmal, komm mal her. Salineras de Maras. Sind wir jetzt? Ja, genau. Das sind die? Die Salzminen. Die Salzminen. Oder? Salzfelder. Salzfelder. Genau, genau. Die Salzfelder von Maras, oder? Und was haben wir da gelernt heute gerade eben? Dass das nur in der Trockenzeit ist. Nein, dass das Salz. Dass das Salz wertvoller ist und Gold und Silber ist. Heute noch so. Auf jeden Fall ist das so. Ja. Und die zeigen wir euch jetzt mal. Die sind nämlich hier genau hinter uns. Ja. Da unten. Ja, passieren tut hier jetzt noch nicht viel. Wann? Im Juni, Juli wird hier das Salz abgebaut. So, hier kommt das Salz aus dem Fels. Ziemlich unspektakulär, aber ja, soll halt da rauskommen. Das läuft dann da in den Salzwasser. Salz kommt da raus. Das Salz ist in dem Wasser gelöst. Das läuft dann da runter und es wird dann da aufgefangen. Das läuft da runter und dann in diesem Becken wird es getrocknet. Und da, wo es weiß ist, ist es schon ziemlich trocken, oder? Und da, wo es noch grau und braun ist, ist es noch nass. Eine Terrasse schon relativ gut abgetrocknet. Und hier haben wir noch Wasser drin. Das Wasser läuft hier in dieser Hauptrinne entlang und wird dann eben über verschiedene Abzweigungen, wie zum Beispiel hier, in die einzelnen Tröge oder Felder eingeleitet. Die ist jetzt gerade geschlossen. Dann geht es darunter in diese Terrassen rein. Ich finde eine ganz tolle Sache und ich bin froh, dass wir mal hier gewesen sind und uns das mal angeschaut haben, wie sowas aussieht. Oder? Und ja, das war hier mal ein kurzer Einblick in diese Salzminen von Maras und ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht hier in Peru.